Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. So, Leute, ich habe hier jetzt mal was vorbereitet. Und zwar wollen wir heute ein paar Felder anlegen. Ich habe hier schon mal welche angelegt, aber kam leider ein Brontosaurus und hat mir alles kaputt geschlagen. Und zwar, ich habe hier mal ein bisschen Licht gemacht, weil es ist nämlich dunkel. Zum Felder anlegen benötigt ihr Folgendes. Ihr benötigt, ich mache mal kurz einen Pfeil noch, damit es weniger Platz und so. Ihr benötigt ein Feld. Und ihr benötigt die jeweiligen Wasserleitungen. Die mache ich mal ganz kurz hier alle rein. Fackel und die dahin. So, und zwar könnt ihr craften. Ihr könnt ja craften. Einmal diese Pies, also diese Wasserpipelines praktisch. Dann haben wir ein Feld. Und stopp, ich war vielleicht ein bisschen zu schnell. Hier, das ist das kleine Feld. Könnt ihr sehen, was es hat. Und halt die jeweiligen Pipelines. So. Jedenfalls nehmt ihr dann euer Feld, wenn ihr das in der Schnellleiste habt. Macht das hier irgendwo hin, wenn es denn geht. Small Plot. Da. So, da. Was ist hier eigentlich? Okay. So, jetzt braucht ihr erstmal die diese Pipeline praktisch, die aus dem Wasser rauskommt. Ich hoffe, es ist jetzt die richtige. Muss mal ganz kurz gucken. Müsste aber die richtige sein. Das ist die hier. Ja. Das ist die. Die müsst ihr aus, also praktisch ins Wasser reinmachen, damit sie aus dem Wasser rauskommt. Dann haben wir die da. Soll es nach oben. Nach oben. So. So, jetzt haben wir die hier. Jetzt müsste das Ding eigentlich blau sein. Ich sehe es noch nicht. Nee, es ist nicht blau. Ich glaube, ich habe doch die falsch gebaut. Nochmal ganz kurz gucken. Ja, es müsste aber eigentlich die richtige sein. Oder gab es dann noch eine andere? Das ist die, das ist die, das ist die für... Water up and down. So, ja, transportiert Wasser hoch und runter. Das ist die für... Oh, da brauche ich 25 Steine. Das müsste aber die doch sein. Oder habe ich die falsch platziert? Das kann nur sein. Das ist schlecht, echt. Oh, da hinten ist ein Haken. Den hole ich mir ganz schnell. Entschuldigung, dass ich das jetzt ein bisschen, ne, und so, aber ich will echt. Nebenbei sammle ich hier noch ein paar Steine ein. Weil ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht irgendwo. Na, wo ist er da? Achso, der kommt erst noch. Ah, naja, dann können wir ganz kurz hier noch ein bisschen ein paar Steine einsammeln. Und dann mal gucken, was ich da falsch gebaut habe. Meiner Meinung nach ist die das. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jetzt so. Das wirklich, das Steine sammeln mit der Hand geht besser. Oh, das gibt's ja nicht, das dauert ja noch lange. Da hätte ich auch noch warten können. Das Steine sammeln jedenfalls mit der Hand geht besser als das mit der Axt. Und wenn es hier gerade mal so hell ist, dann werde ich das mir mal ganz kurz angucken, weil es kann sein, dass das die falsche ist. Ich sehe es nur nicht. Es kann sein, dass das ein Bogen ist. Muss ich gleich nochmal gucken. So, was ist das denn jetzt hier? Weil hier gibt es verschiedene. Einmal für halt von oben nach unten, von links nach rechts und dann Bogen und gerade. Und die geraden, die brauche ich auch noch. Fällt mir gerade ein. Die habe ich ganz vergessen. Und vielleicht ist das Ding in der Zeit mal da nach unten gekommen. Und wir können es mal looten, was da drin ist. Mal gucken. Bin gespannt. Ich brauche 4, das heißt 20 Steine muss ich kurz noch nebenbei sammeln.
10, 11, 12, 13, 13, merken 13 und da kurz das Ding hier rausholen. Was ist drin? Oh, sehr schön. Jetzt bin ich zwar zu schwer, aber das ist nicht schlimm. Den Weg nach Hause schaffe ich trotzdem vielleicht. 91 Pfeile und noch ein paar andere. Das wollte ich eigentlich erst in einer Folge machen. Und zwar sind das Pfeile zum Betäuben. Die könnt ihr mit der Paste und den jeweiligen Sachen dann herstellen mit den Pfeilen, also Kombination von Pfeil und Paste. Und damit habe ich schon mal einen Triceratops gezähmt, aber dann kam leider ein Spino vorbei und hat gedacht, den fresse ich. Da war das gegessen. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich hoffe, ich werde endlich mal wieder schneller. Habe ich jetzt eigentlich die... Das waren die hier. Drei Stück, da fehlen immer noch welche. Das sind doch die falschen, oder? Ich blicke hier nicht durch bei diesen verschiedenen Strukturen. Die Achter sind... Stopp mal, ich muss jetzt mal ganz kurz die Dinger durchgehen. Die 8 sind gerade, okay. Das ist irgendwie schräg. Das ist echt schräg. Das ist aber die richtige. Es kann aber sein, dass die nicht tief genug im Wasser drin ist. Aber hier wird so blau angezeigt. Ich mach das mal ganz kurz nochmal weg. So, jetzt machen wir die... Wohin machen wir die? Es kann aber sein, dass ich eine vergessen habe. Ich nehme jetzt mal alle. Und zwar Inventar. Lalala, lalala. So, die noch dahin. So, die 9. Was ist denn die 9? Die 9 lässt Wasser steigen. Ich das jetzt hier machen, mach die 6 dran. Dann könnte das... Ist das jetzt blau oder nicht? Ich sehe es echt schlecht. Sieht blau aus. Ich baue das jetzt mal so weiter. Wo ist denn jetzt der da? 0 ist... So, das dahin. Jetzt nochmal die 8. Nein, hier vorne, komm, mach da vorne. Nochmal die 8. So, jetzt die 0. Ja, sieht blau aus. Und dann brauchen wir nochmal die 8. Das wird dann halt wie so eine Sprinkleranlage. Können wir überall diese Dingerin machen? Ich glaube, ich brauche nochmal. Brauche nochmal so ein. Wow. Ich glaube, ich habe keinen Stein mehr dafür. Es könnte sein, dass der Stein nicht mehr reicht. Ja, war klar. 15 brauche ich. Na egal, dann mache ich jetzt erstmal die Dinger hier drin. Ja, es läuft. Perfekt. Und den machen wir 4. Mache ich dahin, dass die Dinger sind dafür da, einmal zum Trinken und einmal um die Felder zu bewässern. So, und wenn ihr das dann soweit habt, also ich mache da jetzt noch gleich noch welche hin zum Felder bewässern, dann muss überall noch einer hin, hier dazwischen. Dann muss ich hier nochmal so zwei Kreuze ziehen und dann müssen die da nochmal überall dazwischen. So, und wenn ihr das aber jetzt jedenfalls soweit habt, dann könnt ihr euch einen Samen nehmen. Ich nehme jetzt mal einen, habe ich nicht einen? Nehme ich den hier. So, dann macht ihr den in das nicht gesiedete Feld, nicht das Saufen, auf damit. So, in dieses nicht gesiedete Feld macht ihr den rein.
Und dann müsste hier. Hallo? Was ist das? Warum kann ich hier nicht einmachen? Oder hatte ich jetzt nicht das Feld erwischt? Ich nehme mal noch einen anderen Samen vorsichtshalber mit. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir den hier mit. Ach, das ist doch. Guten Morgen, junge Frau. Das war Spark Powder. Das brauche ich nicht. Das brauche ich so. So, More Option. So, das da rein. Ja, jetzt geht's. So, und dann müsst ihr hier den Dung, den ihr praktisch gesammelt, also wenn ihr den sammelt, müsst ihr den in die Felder mit reinmachen. Jetzt steht da, was weiß ich, gedüngt 5000, oder 15.000. Ne, gepflanzt und mit Wasser versorgt und dann geht das runter und dann wächst dann was. Dann sieht das dann aus wie hier. So, und dann wachsen hier überall kleine Pflänzchen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo was. Das hier am besten. Machen wir das hier rein und da ist nichts gepflanzt. Da pflanzen wir jetzt die mal auf. Gucken, ob das geht. Das geht einfach nicht. Warum geht das nicht? Kann ich hier einfach nur essen oder was? Was soll denn Schieß? Muss ich mal ganz kurz gucken, was ich noch so an Samen habe. Uiuiuiuiuiui. Machen wir die rein. So, und das Wasser, was da rauskommt, könnt ihr auch trinken. Da könnt ihr, glaube ich, auch eure, nee, Flaschen, glaube ich, nicht mitfüllen. Nein, ich habe es jedenfalls noch nicht mit oder hinbekommen. So, jetzt ist das Ding seeded. Oder geht das auch, wenn ich hier zur Flasche reinmache? Ah ja, okay, damit kann man also auch Flaschen füllen. Und ja, könnt euch die Flaschen damit voll machen. Das ist auch nicht schlecht. So, was brauchen wir denn hierfür? Nochmal Wood und Steine. Ah, das Ganze will ich jetzt nochmal besorgen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann den ersten großen Dino züchten, beziehungsweise fangen. Erstmal fangen und dann mal gucken, ob wir die auch züchten können. Den Triceratops wollte ich mir da vornehmen. Auch hier in dem Spiel Trike genannt. Weil einen Sattel habe ich dafür schon gebaut. Ich brauche nur noch das Tier. Und das Tier fange ich mir mit Beruhigungspfeilen. Dazu habe ich mir auch an den Samendingern da die Narkotikbären oder wie die Dinger sich schimpfen ge gebaut, also beziehungsweise angebaut. So, jetzt brauche ich noch Holz. Und damit kann man halt die Paste machen. Und mit der Paste hatte ich ja, glaube ich, Paste hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Vergammeltes Fleisch, die Paste. Und dann könnt ihr damit eure Pfeile einschmieren. Hier. Getränkte Pfeile. Und damit könnt ihr, also ich habe es geschafft, glaube ich, mit 5 Schuss ist das Vieh umgefallen. Und dann konnte ich den mit nochmal der Paste halt ein bisschen bedudelt machen. Und dann habe ich den mit Bären gefüttert und dann war er meiner. Da hatte ich den in den Sattel umgelegt und dann kam ein riesengroßer fetter Spinosaurus, ist mir quer durch die Bude durchgerannt und hat alles platt gemacht. So, das kann aber mal passieren. Ist ja nun mal ein Survival Game. Wow. Das kann tödlich sein, sowas. So, hier oben will ich noch alles zubauen. Das wird richtig ringsum noch zugemacht, mit denen nicht jeder rein kann. Auch hier hinten noch. Hier mache ich noch ein Dino-Tor hin, weil es gibt auch Wassersaurier. Da will ich mir auch noch ein paar fangen. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich bräuchte hier noch ein Kreuz. Da müsste ich hier noch mal einen machen. Okay, ein Kreuz. Dafür brauche ich noch. Was brauche ich denn noch? Ui. Das Zeug, ne? Also das, was hier auskackt praktisch. Das auch als Kacke bezeichnet. Immer sammeln. Ja, piekst doch ab. So. Und das schön in die Felder reinschmieren. Weil damit wachsen die Pflanzen halt. Ich weiß gar nicht, ob das auch geht, wenn man die nicht düngt.
Ich wollte mir oben, will ich mir dann sowieso noch, da will ich noch einen Steigrohr hinmachen und dann will ich mir oben eine Düse bauen. Uiuiui, was war denn das jetzt schon wieder? Und den, ich baue noch mal kurz 15 Steine. Ja, ja, bla bla. Essen habe ich noch, sieht alles gut aus. So, jetzt sammle ich hier noch mal ganz kurz ein paar Steine ein, weil ich will noch hier so ein ich esse mal kurz die Bären. Alle auf. Alle meins. Weil ich möchte nämlich noch unbedingt das Feld fertig kriegen. Da habe ich zwei. So, jetzt muss ich mal gucken. Ein Kreuz müsste reichen. Hoffe ich jedenfalls. Wie viel brauche ich denn noch? Fünf Stück? Fünf Stück. Eins, zwei. Drei, vier. Also das Steine sammeln geht wirklich mit rumlaufen und alles aufheben viel schneller, als wenn ich jetzt mich hinstelle. Ich hätte 0 drücken können. Als wenn ich mich jetzt hinstelle und das alles von irgendwelchen Steinhaufen abhacke. Diese Brontosaurias gehen mir echt so auf den Keks. Nimm ich mal die Tür. So. Mache ich das jetzt hier hin oder? Ich muss ja hier hin machen. Wobei. Ja, das ist jetzt doch wieder. Total beschissen. Das lieber hier da irgendwie dazwischen gehabt. Aber egal. So. So, den einen hier hin. Das geht nämlich auch. Kann man schön hier hinpacken. Und den anderen hätte ich hier am liebsten da reingemacht, aber ich glaube, da brauche ich noch ein Kreuz. Oder. Achso, nee, doch, ich habe. Ja, da brauche ich noch ein Kreuz. Damit die beiden hier auch noch bewässert sind. Wenn ich jetzt hier die Taste lang gedrückt habe, dann sehe ich, was ich dafür brauche. Also, ne, man setzt sich das Ding ins auf die Schnellleiste, dann. Nimmst du mal bitte deinen Schwanz aus meinem Gesicht. So, man nimmt sich das Ding in die Schnellleiste. Wenn das drin ist, dann drückt man die Taste zum Beispiel jetzt 4, hält man lange gedrückt. Dann sehe ich, was ich brauche zum Bauen. Und dann brauche ich nochmal Steine. Und hier hinten muss ich, glaube ich, auch nochmal ein Röhrchen lang machen. Weil die sind auch nicht bewässert. Also das hier wird jetzt unbedingt, also das wird wirklich hier jetzt komplett ein Feld. Und jetzt gehe ich nochmal außen rum. Später, wenn das hier alles zu ist, dann. Ah, nein, bitte nicht. Geh weg. Genau, geh in die Richtung. Geh mir bitte nicht nochmal auf den Keks. Such dir woanders was zu essen. Bei mir gibt es nichts. So, jetzt müssen wir ganz schnell nochmal Steine sammeln. Und dann werden wir uns wirklich in der nächsten Folge ausschließlich darauf konzentrieren, so ein. Triceratops, wenn ich den einen finde, weil momentan ist hier wirklich die Hölle los. Hier sind nur Brachiosauren und Spinosauren. Und das kann sein. So, einmal. Brauche ich nochmal Steine. Das geht aber nur, wenn ihr das Ding noch nicht gebaut habt. Dann könnt ihr sehen, was ihr dafür braucht. Wenn ihr nie das Ding schon gebaut habt und die Tasten drückt, dann rüstet ihr das automatisch aus und könnt es dann setzen. So, machen wir den Rest gleich noch fertig und dann beende ich auch die Folge schon wieder. Am besten ist, man sammelt alle Ressourcen, drückt dann die Taste mehrmals und dann kann man das in Ruhe bauen. So, ich glaube, ich brauche noch eine. Holz und Stein, noch mal kurz 7 Steine und ein bisschen Holz. Das wird nicht reichen. So, das müsste reichen. Und noch ein paar Steine, damit ich hier mal so ein Ding bauen kann. Und dann werden wir den Rest dann noch dran machen. Dann lasse ich das mit dem Kreuz, vielleicht mache ich später nochmal eins dran. Es ging mir ja jetzt nur erstmal um die Erklärung, wie ihr vernünftig ein paar schöne Felder anlegt. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, sammelt immer
die Kacke von den Dinosauriern auf. Die braucht ihr. Und die könnt ihr auch in eure Box zur Verwahrung legen. Weil wenn ihr selber welche habt, dann machen die auch Mist. Wie meine zum Beispiel nicht, weil die, glaube ich, gar nichts mehr zu fressen haben. Auch nichts mehr drin, ich muss dann gleich nochmal los, was zu essen besorgen. So. Den vier, den muss ich dahin machen. Weil der wird da bewässert, den muss ich dahin machen und einen muss ich hier machen. Das muss da auch funktionieren. Und hier müsste ich vielleicht noch einen hinmachen. So, da kann man jetzt, also ich könnte jetzt hier nochmal komplett eine Reihe Felder hinbauen. Einmal hier rein könnte ich auch noch einsetzen, weil das wird dann alles schön bewässert. Sieht man immer 200, hier, na 199, 200, wenn es regnet wird, das wird auf 200 aufgefüllt. Und dann läuft das so fröhlich vor sich hin und wächst. Ich weiß, ich habe bis jetzt noch keine Pflanzen gehabt. Also da ist bis jetzt noch nichts rausgekommen. Ich bin gespannt und werde euch dann berichten, wenn was komplett gewachsen ist. Und mit diesem schönen Ausblick aufs Meer beende ich die Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Denkt dran, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Channel abonnieren. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Macht's gut.